Hallo, 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 hier ist ein neues Reaction-Video. Daniel muss noch die Bier aufreißen und dann geht's nach dem Intro schon los, ne? Ja. Oh nee, das war 100% geklärt. Ja, achso, hier, Alter, was hast du denn für ein Problem? Guck mal hier, das war richtig getan, guck mal hier. Aber genau so. Auf den Punkt. Ja, also erstmal Prost. Ja. Cheerio. Ja. Wir gucken uns ein. Schmeckt ja noch nicht mal. Wir gucken uns ein Reaction-Video. Ist abgelaufen, oder? Ist ja egal. Wir gucken uns ein. Ob das knallt? Wir gucken uns ein Reaction-Video von Gonzales und Clint an. Unsere zwei Das Bier ist ganz Buddies. schön warm, ne? Unsere zwei Buddies aus Buxtehude. Ja, aber aus Buxtehude sind die beiden. Die zwei Und Nordische. die haben sich ein Video angeguckt von Katja Krasavice. Wollte gerade sagen, von Katja Epstein. Nee, Katja Krasavice. Und wie die beiden dann das anschauen und darauf reagieren, das schauen wir uns jetzt an. Ne? Reagieren auf beides, Verstehst du? oder? Ja, genau, beides. Okay, Ja. ja, dann hauen wir Ja. rein. Dann geht's jetzt mal los. Cool gemacht. Ja. Schöne Piu. Ja, lass uns mal inspirieren hier. Die haben es drauf. Ne? Hallo. Hallo, ne? Freunde, was geht ab? Was war das? Ich bin reingeholt. So, dann lege ich so die. Hast du die mit aufladen? Ja. Okay. So mit Fingerknistern. Und dann. Ja. Fingerknistern. Bäm, Alter. Peitsche-mäßig. Ja. Davon habe ich noch drauf. Apropos Peitsche. Das ist dieser Insider-Witz, oder was? Das ist ein Insider, ja. Die Fleischpeitsche aus dem hohen Norden wahrscheinlich. Apropos, was ist das für eine Peitsche? Eine Pferdepeitsche. Nein, wir wollen doch in den Bären vor. Achso. Du hast den Pferdepeitsche. Siehst du? Insider. Ah! Cheerio. Guckst du öfter, ne? Ach, Leute, wir gucken uns heute was an. Ich weiß noch nicht so genau, wie das Weil jetzt eine Stute kommt, oder wolltest du ein Pferdepeitsche? Kennst du Katja Krasavice? Nee, ich kenne das Video nicht. Also von daher. Ja, nee, du darfst da nicht so. Das muss man einfach nur im Raum stehen lassen. Darf man nicht drauf eingehen, einfach so. Pau. So, wir gucken uns heute an Katja. Mit Gucci Girl. Gucci Girl. Das ist 3 Millionen Aufrufe schon, ne? Haben wir gehört? Was überlegt er so lang? Doggies. Wenn das Ohrwurm-mäßig ganz weit vorne. Ach, da kennt die Lieder wirklich von dir, ja, ne? Kennt die? Was war das andere ich noch? Hab nicht mal ihren Namen gehört. Dicke Lippen, ja, war okay, aber. Und dann kam noch Sextape. Ach ja, genau, Sextape. Ja, nee, stimmt, aber Doggy, das Ohrwurm-mäßig, ne? Ja. Also ich bin gespannt, was jetzt kommt. Gucci Girl. Ja. Gucci Girl. Ich bin gespannt auf Gucci Girl, was das jetzt für ein Käse ist. Ich weiß, die Bewertung ist so, ja. So, ja, ne? Lass uns einfach mal überraschen. Oh Mann. Puppenhaus. Was ist das denn für eine, ey? Ups aus Plastik. Habe ich das jetzt wirklich richtig verstanden? Ja. Ja, hast du gemerkt, der Clint hat gerade eben wirklich gut erkannt, dass es Barbie Girl früher mal war. Okay. Ist ja auch schon was älter, ne? Barbie Girl. 90er, ha? Ja. Donnerwetter. Wie sie da eben schon stand. Ich glaube, der Clint ist beeindruckt von, der Gonzales ist beeindruckt von der Katja. Ja, er hat schon Schweißperlen auf der Stirn stehen. Man sieht's auch von weitem sogar. Ja. Aber ich weiß halt nicht, das war der erste Strophe. Also kann ja gleich noch richtig losgehen. Also mit dicker Rap-Szene oder sowas. Die Rap-Szene. Was ich denn? Ach, guck doch mal. Also, jetzt mal ohne Spaß, findest du die
gut aussehend? Die geht für mich so in Richtung Myrtle Lugner so. Die sieht echt aus wie Kathi Lugner. Quatsch. Hammer! Ja? Ja, beschminkt halt schon irgendwie. Kathi Lugner ungeschminkt. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, ey. Ja. Die ist ja. Boah. Die macht bestimmt bei Fake-Up mit. Kennst du das? Fake-Up? Das, wenn die so eine gibt Mädels, die schminken nur eine Hälfte von ihrem Gesicht und die andere lassen sie so, wie sie morgens aufgestanden sind. Und die. Das ist jetzt die nicht geschminkte Version. Ja, etwa. Ja. Was war das? War das da gerade irgendwie eine Anspielung an den Poster da? Der 17.01. Da steht aber Katja. Ja. Da ist ja irgendwas. Kommt was raus von dir bestimmt oder so. Irgendwas wird da passieren. Ein Album. Ja, machst du. Ja, sowas. Oder ein Buch. Ein Buch, ja. Ein Bildband. Genau. Ja, Bildband ist ja. Ja, etwas, wo man nichts zu beitragen muss, quasi. Die Dinger stehen ja schon ziemlich, ne? Guck mal, die Dinger stehen ja. Ja, ja? Wenn ich dir da 3,5 Pfund Silikon reingespritzt habe, stehen die bei dir auch, ja? Das ist, ja, aus Plastik. Das ist check. Gestern waren es die Palmen. Ja, Palmen aus Plastik. Ja, Gonzales ist beeindruckt. Steil, ne? Ja. Tiefgründig, ja. Mit Köpfchen. Ja. Das ist eine philosophische Ader, das Mädel. Das ist aus einer ganz großen Feder, kann das jeder wissen. Aus einer ganz großen Feder. Aus einer großen Feder? Der es geschrieben hat, sich selber noch auf die Schulter geklopft und gesagt: Ja, also der, der den Text geschrieben hat, der hat echt was drauf. Ja. Dickpics. Schüsse. Dickpics. Dickpics. Oh, okay. Deutsche Rapper. Warte mal, pass auf. Deutsche Rapper schicken Dickpics. Also, das sind Rapper, ja. Die schicken Bilder. Von ihrem. Als sie noch dick waren früher. Ach so. Das sind Dickpics. Oder dicke Pics, einfach weil sie schön groß sind. Ja, ja, sind so Panoramabilder. Ja, ja. So breite Panoramabilder sind das, ja. Oder sind halt, wo sie früher mal, also du hast ja auch ein Bild bestimmt, wo du früher mal dick warst. Ja, so. Hab ich. Das wäre dann ein Dickpic. Okay. Von dir. Kann ich dir von mir ja auch mal eins schicken, wenn du willst. Ja, kannst du mal machen, machst du mal. Schick mir mal ein Dickpic von Choki Banoki. Genau. Ein schönes Lied. Voll langweilig. Und sie steht dann da und klimpert nur mit den Augen. Was soll das? Was ist das denn jetzt? Was denn? Naja, was hat der denn für eine Maske auf, der am Beifahrersitz? Naja, das ist gefährlich, mit der zu fahren. Da hast du so eine Feuermaske auf. Ach so. Ist ja klar. Nee, ich glaube eher, dass das so ein bisschen ist wie... Erinnerst du dich an Liz Taylor früher? Die hatte bei Fernsehauftritten immer die Beleuchtung so, dass die Background-Tänzerinnen alle nicht so richtig zu erkennen waren, weil sie gerne vermeiden wollte, dass jemand andere Mädels, die vielleicht mit im Bild waren, hübscher gehalten hätte, wie sie selbst jetzt ist. Das war so ein... Bei Liz Taylor war ja die... Liz Taylor war die damals mit dem James Dean da gespielt hat. Den Giganten. Ja. Bei der war ja nicht so die Gefahr, dass er andere... Nein, später. War. Die war ja nachher dann auch die riesen Leinwand-Diva. Und wenn die dann Fernsehauftritte hatte, war immer alles so, dass die mit im Bild waren, mussten alle immer für hässlicher gehalten werden wie sie, weil sie mussten natürlich als Diva vorne im Vordergrund stehen. Und deswegen denke ich, dass der Beifahrer da so eine Vollschalenmaske nicht, dass hat. Der Beifahrer vielleicht sogar hübscher aussehen könnte als Katja Kassavitze, weil die Vermutung liegt ja nah. Das wird wahrscheinlich der Fall gewesen. Also ist egal, was wie der aussieht. Der sieht auf jeden Fall besser aus als die Katja. Oder sie hat so ein geringes Selbstwertgefühl, dass sie sogar denkt, die hässlichsten Menschen sind hübscher wie ich selbst. Könnte ja sein, ja. Aber ist ja auch ein bisschen Wahres dran. Ne, ist nicht so weit wegen. Oh Gott, ich wäre so lost, ey. Ich wäre so lost, ne? Du sitzt direkt, also das wäre für dich blöder.
Alter. Also, allgemein finde ich sie ja nicht hübsch, ne? Aber die provoziert sie ja wirklich schon. Dezent. Nee, nee. Oh. Ach Quatsch, die doch nicht. So, hier nochmal kleine Werbung, Pandorado, oder? Wo waren wir noch? Wie ist der Ferrari noch? Der was? Der Ferrari? Ja. Portofino. Portofino. Ja. Ist doch mein Portofino. Aus dem Auto. Verstehe ich nicht. Was ist das hier für eine Sturmmaske hier? Boss Portofino? Das mit der Sturmmaske haben wir ja schon erörtert. Was ist das denn für eine bescheuerte Bewegung, dieses? Was soll das denn? Ich hab gemachte Fingernägel und bin an der Hand tätowiert. Ja, aber die tut so, als wäre sie eine Puppe dann in dem Moment. Aber sie erzählt davon Gucci Girl. Wieso macht sie wie eine Puppe? Nur weil das Originallied mal Barbie Girl hieß oder was? Ja, weil, ja. Guck dir den String verkehrt rum an. Wieso verkehrt rum? Naja, das kann doch nicht vorne sein. So ein schmaler Bändel da vorne. Na, das ist jetzt reinste Lippenbekenntnis. Naja. Wieso ist denn das Wasser so rot? Ja, die hat die ihre Tage oder was? Ja. Hier. Rosa Wasser, weil wieso blutet die rosa? Always Ultra. Ja. Was hast du denn jetzt an? Ah ja, die hat irgendwie dieses fleischfarbene Badehose da an. Wozu? Um so zu tun, als wäre sie nackig, aber. Verstehst du? In der Hoffnung, aber das ist sie ja jetzt gerade gar nicht. Nee? Nee, das ist doch hier die Schauspielerin. Okay. Ja. Aber unglaublich, Alter. Was hat sie denn an ihrem Auge? Ich weiß denn ich, der hat einen Aufkleber vergessen von der Maske. Da haben sie gesagt, komm, Ding ist im Kasten, machen wir nicht nochmal neu. Ist okay. Ich mach. Ja, wahrscheinlich habe ich wieder perfekt hier angehalten. Tilda? Diese komischen Sturmmasken. Echt, die sind bescheuert, die Masken. Ah! Der klingt wieder ganz trocken. Echt? Da gab's eine Sturmmaske. Ich glaube, da gab's auch irgendeine Maske dazu. Ja? Ich glaub, ja. Alter Schwede. Aha. Komm mal weiter. Dieser andere Ferrari sieht auch komisch aus mit dem DG, ne? Da wurde aber hier für die Folierung wohl nochmal richtig bezahlt hier. Ne? Ne, ist die Werbeauto schon gut. Ach so. Die sind so, ja? Okay. Ja, anzunehmen. Wieso steht das denn so bescheuert da, sag mal? Fahren ja total gut. Scheiß Greenscreen. Technik da sieht top scheuert aus. Ist mir aufgefallen. Also ist ja wirklich. Es ist wahrscheinlich mit Absicht so schlecht gemacht, ne? Aber. Nee. Das trackt mich ja noch mehr wie die Sturmmasken. Hast du mal auf die Reifen gehabt? Marvin, ja. Alter! Aber das ist ja wirklich. Also, Ausschneidekünste hier in der Ecke, das hätte ich auch mit Gimp gekriegt. Mit Gimp? Gimp? Oder nee? Okay. Also, willst du dich jetzt bewerben? Oder? Also, ja. Ja, bewerb dich mal. Erfahrung mit Gimp habe ich. Ja? Ja, habe ich. Also wenn du Erfahrung mit Gimp, hast du Erfahrung mit Gimp? Paint. Mit Paint? Call Draw. Ja, dann kannst du dich auch bewerben. Ja, yeah, mach ich. Kannst du auch bewerben bei Katja. Mach ich. Die nimmt dich, weil die haben sich nicht draufsehen gerade da. Der Wagen ist auch... Aber auch, guck mal hier, wie scheuer diese Palmen, die sind alle so runterkopiert da, dieser yeah. Käse. Dann hintereinander wegkopiert. Das sieht so doof aus. Ich meine... Draufgehört. Das ist schon in meinen Augen hochnotpeinlich. Von der Musik angefangen. Wahrscheinlich. Ja, jetzt gibt's ein Album. Dann müssen wir wohl am 17.01.2020 zum Medienmarkt fahren, nach Buxtehude. Und mal gucken. Mal gucken, ob die es haben. Ja.
Ja, ganz wichtig. Wieso haben die eine dreieckige Kiste? Was ist in der dreieckigen Kiste drin? Was ist in der dreieckigen Kiste drin? Jetzt mal ohne Spaß. Was ist da drin? Ja. Eine runde DVD. Achso, du meinst, die dreieckige Kiste ist so groß, dass eine runde DVD reinpasst. Und die wollen sich einfach nur, weil es da dann im Regal auch anders aussieht als alle anderen, anders als andere, steht das im Regal so drin, dass es jedem auffallen muss. Da fällt ja sowieso auf, mit ihrem rosa Layout-Fummeltütü, was sie da drauf hat. In dem rosa Pissbecken da. So, jetzt mal erstmal hören, was Clint und Gonzales dazu sagen hier. Nummer 1, wir sind froh, dass der Eye-Tracker hier ist. Der Eye-Tracker, ja. Wenn der Eye-Tracker an wäre, dann könnte er nämlich immer, dann wissen wir genau, wo er hinguckt. Verstehst du? Ja, klar. Wo man hinguckt, genau. Ja, wo man hinguckt. Auf die Dollarzeichen. Gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Ja. Links oder rechts? Links oder rechts. Auch wenn es vielleicht so gewollt war, aber. Hätte man besser machen können. Ja, ist ja nicht schwer. Ist ja, alles also, aber für meine, also, weißt du? Ja, aber wenn sie sagen, sie möchten das gerne so machen und du sagst, die gefällt es nicht, ist ja. Und wenn sie so. Das ist ja subjektiv. Ja. Also. Aber wenn es so sein sollte, dann kannst du ja nicht sagen, das ist so eine Scheiße. Hätten sie mal anders gemacht. Ja, wenn es aber sofort auf dem Barbie-Ding, also die Barbie noch. Ist das da hinten ein Nintendo? Da, der ja. Nintendo. Da oben ist diese Gitarre. Wo kennst du diese Gitarre? Ja, Guitar Hero. Genau, und hier so voll die Schallisolierungsmatten. Sieht richtig gut aus. Was ist denn da in der Vitrine drin? Haben wir eine Vitrine? Ach, das ist doch hier Ding da. Ja, Kashi und da oben Lara Croft. Ist das Lara Croft? Ja, und da unten das Captain America oder irgendwas. Das ist Deadpool. Meine ich doch. Aber an sich sonst war der Song mal nicht schlecht, aber der reiht sich auch irgendwie hinter Donnie ein. Was? Der Song war nicht schlecht. Mach nochmal zurück, das haben wir falsch verstanden. So, nochmal. So, ja, nochmal. Aber an sich sonst war. Der Song war nicht schlecht, sagt er. Gonzales! Was ist mit dir los? Du hast einen Arsch offen! Song war nicht, das war Barbie Girl in total schlecht. Barbie Girl original ist schon kacke. Also sag mal, mein lieber Gonzales jetzt, ja, hast du Kamillendampfbad gesoffen? Das sollst du inhalieren, ich hatte dir das doch erklärt. Was ist das für ein Alter? Aber der Song war so ganz cool. Was? Oh! Bin enttäuscht! Leute. Leute, echt. Lass gerne. Wenn die Gärme so weitergeht, dann haben wir bei Lady gefallen. Das ist noch keine Klasse. Das ist recht. Lass einen Daumen da. Okay, gerne. Was wir uns noch anschauen sollen. Immer kommentieren, was wir uns anschauen sollen. Machen wir uns kleine Reaktion auf jeden Fall. Also. Obelik ist geboren. Ja. Läuft so. Halt die Haare, komm, sag's. Deswegen halt die Haare. Da hat er's gesagt. Also, pass auf. Ja. Ich bin ja der Meinung, dass das Lied kacke war. Und das ist jetzt nicht nur einfach meine Meinung, sondern das ist Fakt. Das war meine Meinung. Ja, das sind einfach Fakten. Das Lied war kacke. Da kann man nicht zwei Meinungen haben. Ich weiß, ich verstehe überhaupt nicht, was der Gonzales da erzählt. Tja. Sollen das? Also, pass auf. Katja Krasavice, Nummer 1. Ey, die sieht ja schon mal. Also, die sieht doch nicht gut aus. Die sieht geschminkt vielleicht gut aus. Wenn sie sich mal schminkt. Schminkt. War das jetzt geschminkt? War ungeschminkt. So steigt sie morgens aus dem Bett, oder was? Ja, nee. Auf jeden Fall, das Lied war totaler Scheiß. Du bist voll zum Einpennen. Ja. Also das Barbie-Girl-Lied ist schon nicht schnell. Und das jetzt noch langsamer gemacht. Dann diese bescheuerten Sturmmasken. Und Gonzales und Clint haben nicht viel gesagt, gell? Ja, an der richtigen Stelle, das war schon, ja. Aber du hast halt gemerkt, dass die auch spitz sind, die Nachbarsdombie auf die Tante, ja. Gonzales war ganz schön heiß. Gonzales, der hat ja hier vorne auf der Stirn so eine Art Weltlichtgarage hingebaut, ja, dass die ganzen Schweißdruck. Also der Clint war ganz cool, aber der Gonzales. Clint war wie immer cool. Der war. Das war auch cool, aber er hat halt echt, du hast gemerkt. Stell dir mal vor, wenn sie singt irgendwie Horny, Horny, Horny. Was da los ist bei Gonzales. Er hat reflektiert, da gibt es nichts dran zu meckern. Hammer. Ja, das war
unser Reaction-Video auf Gonzales und Clint's Reaction-Video von Katja Krasavice. Habe ich das richtig? Von Katja Krasavice. Oh, jetzt geht dein Handy. Tja, Hammer. Ja, ich sage Cheerio, Miss Sophie. Ich sag Halli Haare. Ja. Du sagst? Lasse wen. Ja. Genau. Schönen Gruß. Tschüssi.